Hallo und herzlich willkommen zur großen Abschlusspräsentation von JugendHackt in Köln 2023. Einen großen Applaus! Wir sind hier live aus dem Jugendzentrum Digital und wenn ich wir meine, dann ganz, ganz viele Mentorinnen und Teilnehmenden und unter anderem auch mich. Ich bin die Caro von der Fachstelle für Jugendmedienkultur und aber auch dich. Ich bin Nina, ich bin von JugendHackt aus Berlin zu Besuch hier. Und wir haben die Ehre, euch heute durch das Programm zu führen und den Jugendlichen eine Bühne zu bieten. Und die erste Gruppe kann sich schon mal langsam hier hochbewegen und sich am Tisch ein bisschen ausbreiten. Bitte noch nicht mein HDMI-Kabel ausstecken, das brauche ich jetzt noch ein paar Minütchen. Die erste Gruppe bitte einmal schon mal nach vorne kommen und sich hier sortieren. Genau. Genau, ihr macht euch in Ruhe fertig und ich erzähle ein bisschen was über JugendHackt. Ah, sorry, ich bin eben einmal noch durchgegangen. So, und zwar sind wir ein Programm für junge Menschen, die mit ihren technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Was das bedeutet, das werdet ihr im Livestream und auch hier vor Ort gleich noch ziemlich deutlich erfahren. Es sind nämlich viele coole Projekte bei rumgekommen, auf jeden Fall am Wochenende. Und zwar sind wir ein gemeinnütziges Förderprogramm für programmierbegeisterte Menschen und wir richten uns an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Ins Leben gerufen wurde das Ganze in Berlin von mittlerweile 10 Jahren und zwar von der Open Knowledge Foundation Deutschland und von Mediale Pfade. Und mittlerweile gibt es diese großen Events, wie wir sie jetzt am Wochenende gemacht haben, in einer ganzen Menge Städte. Und dazu gibt es nachher auch noch Infos, wo die nächsten Events stattfinden werden. Und es gibt auch Events in Österreich und der Schweiz. Außerdem gibt es mittlerweile auch in einigen Städten die sogenannten JugendHackt Labs. Das sind Angebote, die mehrfach im Jahr stattfinden, viele kleinere Workshops und deswegen sind die auch in sehr, sehr vielen Städten vertreten, weil wir sind uns alle einig, mehr JugendHackt ist immer besser und deswegen gibt es dort sehr, sehr viele Workshops. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf der Karte eine Stadt entdeckt, die vielleicht in der Nähe von euch ist, dann schaut doch einfach mal in so einem Lab vorbei. Da gibt es auch sehr, sehr viele versierte Mentorinnen, die mit euch eure eigenen Ideen umsetzen und auch sonst viele coole, kreative Workshops anbieten. So, wenn ihr jetzt im Laufe der Präsentation denkt, boah, was ist das für ein cooles Programm, dann habe ich noch einen Tipp für euch und zwar könnt ihr uns unterstützen, indem ihr Teil des JugendHackt Freunde, indem ihr Fördermitglied beim JugendHackt Freundeskreis werdet. Die URL habe ich euch unten verlinkt, schaut doch mal vorbei. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, würden wir uns sehr freuen. Ja, JugendHackt in Köln. Ich habe ja gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Events, aber wir sind jetzt hier das Event in Köln. Uns gibt es auch schon seit 2015, das heißt auch wir werden nächstes Jahr schon 10, da freuen wir uns schon sehr drauf, 10 Jahre JugendHackt in Köln. Und wir sind als regionaler Partner von der Fachstelle für Jugendmedienkultur hier im Einsatz und organisieren das Event. Und wir sind hier im Jugendzentrum Digital. Das ist ein Jugendzentrum, was sich auf Medien spezialisiert hat. Dazu erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was. Und gefördert wird das Ganze vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich habe es ohne Zungenbrecher hingekriegt, das ist immer gut. Und von der Stadt Köln. Genau, wir haben ein Wochenende lang getüftelt, gecodet, diskutiert und auch ein bisschen was gezockt und Spaß gehabt. Dabei sind 6 eigene Projektideen der Jugendlichen entstanden, die wir euch gleich vorstellen. Und zwar haben wir das Ganze wieder als hybrides Veranstaltungsformat gemacht. Das heißt, es gab bei uns auch die Möglichkeit, wieder online dabei zu sein. Und so konnten wir es mit vielen Tricks schaffen, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl trotz Entfernung hatten. Das war sehr schön. Genau, und bevor wir gleich loslegen, muss ich einmal ganz dringend Danke sagen, dass wir heute alle hier sein können und dass wir das Wochenende hier so toll verbringen konnten. Das liegt an einer ganzen Menge Leuten und zwar einmal natürlich an dem Orga-Team. Das sind Chris, Jesse, Johnny, Caro, Kokung, Laura, Lea, Lisa, Markus, Nina, Pascal und Tobi. Dafür bitte einmal einen großen Applaus. So,
So, weil wir uns richtig gut mit Orga und Pädagogik auskennen, brauchten wir ganz dringend noch die Hilfe von MentorInnen aus dem IT-Bereich und Technikbereich. Das waren Arno, Hanno, Isa, Yoshi, Yuki, Pascal, Pajovo, Rebecca, Roland, Sarah, Tobias, The One with the Braid und Wolfgang. Auch dafür nochmal einen großen Applaus. Und weil, wenn nur wir da gewesen wären, die Veranstaltung wahrscheinlich sehr traurig geworden wäre, müssen wir auch nochmal Danke an euch Teilnehmenden sagen, denn ohne euch wären wir wahrscheinlich gar nicht hier und ihr habt richtig tolle Sachen geleistet am Wochenende. Deswegen dafür auch nochmal einen dicken Applaus. So, und jetzt sind wir, glaube ich, langsam warm applaudiert. Das ist gut, deswegen habe ich das so oft gemacht. Genau, und auf finanzieller Sicht habe ich ja eben schon das Ministerium die Stadt erwähnt als Förderer. Wir brauchten tatsächlich aber immer noch ein Sponsoring, weil so ein bisschen mehr finanzielle Hilfe nicht schadet. Und da waren Rewe Digital und Cybercon am Start und haben uns auch nochmal mit dem Sponsoring unterstützt. Vielen Dank dafür. So. Und jetzt ist es für euch langsam an der Zeit. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt gut hier einstöpseln. Das heißt, ihr dürft mir einmal das HDMI-Kabel entführen. Andere Seite, glaube ich. Dass das auch immer unterschiedlich ist. Genau, und zwar begrüßen wir jetzt die Gruppe, die schon ganz fleißig an meiner Seite stand. Ich habe ein bisschen zu lang geredet. Die Gruppe Draw AI, ein cooles Hardware-Projekt, was euch jetzt vorgestellt wird. Und zwar ist das gemacht worden von Fabio, Benjamin, Freddy, Amir und Becker. Applaus. Ja, hallo. Das ist unser Projekt, den sogenannten Draw AI. Unser Problem war halt, wir wollten eine Maschine bauen, die auch Menschen, die zum Beispiel behindert sind, zum Beispiel keinen Stift halten können, dass auch die vielleicht Impressionen oder Gedanken einfach zeichnen können. Unser Endprodukt war ein Roboter, der durch Sprache zeichnet und dabei haben wir auch eine gute Idee, die Welt verbessern nämlich. Ja, zu den Technologien, die wir verwendet haben. Der Aufbau sieht einmal so aus, wie man hier rechts auch erkennen kann. Also so soll es aussehen und so sieht es aus. Ja, um die Sprache wegen der Sprachbedienung in Text umzuwandeln, habe ich ein Python-Script geschrieben, das dafür sorgt, dass die hoffentlich gut erkannte Sprache dann auch gut in Text eben umgewandelt wird. Und um den Text dann in ein Bild umzuwandeln, haben wir eine Open-Source-AI benutzt, die auf Basis von Text halt Bilder generiert. Die nennt sich Automatic 1111 und kann mit verschiedenen Modellen gespeist werden, dass man also verschiedenartige Bilder damit zeichnen kann. In diesem Fall haben wir das Modell LineArt 10 genutzt und die Arme, um das am Ende zu zeichnen, haben wir unter anderem mit dem 3D-Drucker und Lasercutter erstellt. Genau. Eine Hürde, die wir da noch hatten, ist, dass man so natürlich erstmal ein Bild hat, aber wir haben jetzt keinen Drucker, der einfach ein beliebiges Bild drucken kann, sondern wir haben ja einen Stift an einem kleinen Ärmchen, das heißt, wir können eigentlich nur Linien zeichnen. Das heißt, der nächste Aufgabenschritt war es dann, aus diesem Bild ganz viele Pfade oder Striche zu machen, mit denen wir das Bild wieder herstellen können. Ja, das habe ich mittels OpenCV gemacht. Das ist eine Bibliothek, um am Computer Bilder zu interpretieren, zu bearbeiten, alles Mögliche damit zu machen. Ich bleib kurz ein bisschen nass, sorry. Ja, das heißt, hier sieht man einmal beispielhaft links quasi einen Schritt-für-Schritt-Durchlauf, wie ein Bild zu Strichen verarbeitet wird. Das heißt, wir haben zuerst ein Bild, was schon sehr so aussieht, als wäre es nur Striche, aber es besteht aus ganz vielen Pixeln und ziemlich dicken Strichen. Danach machen wir quasi ein Schwarz-Weiß-Bild daraus und sagen, was soll alles angemalt sein und was alles nicht. Das ist der zweite Schritt. Danach noch so ein Zwischenschritt, den sieht man ganz oben rechts.
Dort werden besonders große Flächen nochmal quasi ausgehöhlt, damit diese nicht nur später ein kleiner Punkt werden, sondern umrandet werden. Danach macht man ein Skeleton aus dieser quasi Hülle des Bildes. Das heißt, man verdünnert die Linien so lange, bis man wirklich nur schmale Linien hat, die man danach mit dem Roboter nachzeichnen kann. Rechts sieht man einmal groß, wie das dann für dieses Beispielauge aussehen würde. Hier ist ein Beispiel an einem Bild, was tatsächlich aus unserer AI kommt, also dieser Rucksack. So kommt er dann aus dem Text zu Bildschritt quasi raus. Und dann sind zwei verschiedene Varianten, je nachdem, wie man meinen Algorithmus einstellt, was rauskommen kann. Also entweder wirklich nur die Strichpfade quasi, eine Ganzstrichzeichnung, oder eine, die mit mehr Schraffierung arbeitet, um noch ein bisschen Helligkeit reinzubringen. Und ein Alpaka. Aus den Faden müssen dann halt natürlich die Bilder entstehen. Das Problem ist halt, wir haben jetzt einfach, der Roboter hat gerade einfach nur eine Linie. Aber eine Linie ist einfach nur ein Strich, der geht von A nach B. Wir müssen die Winkel für die jeweiligen Motoren errechnen, damit der Stift tatsächlich von A nach B kommt. Dazu benutzen wir eine Technik, die heißt inverse Kinematik. Die hat einen Punkt. Und je nachdem, die weiß halt, wie lange die Arme sind, und die kann errechnen, wie viel sich die Motoren drehen müssen, damit der Stift zum Punkt kommt. Ja, genau. Und wie diese Winkel, die berechnet wurden, dann im Endeffekt aus Papier kommen, ist halt wie folgt. Also wir haben quasi eigene Motoren dran gemacht, sogenannte Servos. Und die haben wir einmal hier zur Lenkung am, ich sage mal, Oberarm. Dann haben wir noch einen in der Mitte für die spezifischere Lenkung quasi, wie der Stift dann genau eingestellt ist. Und wir haben auch noch einen Servo, der die Höhe quasi berechnen soll, also dass der Stift nicht so, wie er jetzt gerade es tut, auf dem Papier ist. Also wir hatten leider nicht genug Zeit, das genauer auszuprobieren und zu testen. Deswegen funktioniert es jetzt noch nicht. Ja, genau. Jetzt folgt die Live-Demo. Freddy, ja, wie schon gesagt, also unser Modell ist leider nicht rechtzeitig fertig geworden. Wir versuchen es zum Starten zu bringen, aber es möchte nicht, manchmal tut es, manchmal nicht. Also ja, wir müssen halt gucken. Ja, das ist aktuell die API, die die KI ansteuert, so wie hier oben das, womit die Sprache dann letztendlich in Text umgewandelt wird. Und wir könnten das jetzt hoffentlich einmal demonstrieren, wenn die KI sich nicht heute überlegt hat, uns nicht zu mögen. Wir bräuchten dann einmal jemanden, der ein Wort reinwirft, was die KI zeichnen soll. Ein Brot, ja, das ist eine gute Idee. Das muss man jetzt leider aktuell noch auf Englisch der KI sagen, weil die auf Englisch halt trainiert wurde, also auf Deutsch geht's noch nicht. Bread. So, und jetzt rechnet sie rum und jetzt sollte eigentlich hier links gleich ein Bild erscheinen, theoretisch. Vielleicht, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Er rechnet noch. Es scheint ein wenig zu dauern. Das Brot wird erst noch gebacken. Tatsächlich ist Bacon nur für den Hunger. Ja, während die KI umrechnet, kann man dazu eben passend direkt mal sagen, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist das Ganze, um es marktreif zu machen, auf einem Server laufen zu lassen, weil, jetzt ist es fertig geworden, als ich gerade angefangen habe, weil das aktuell noch sehr rechenintensiv ist.
Also das sind jetzt Gaming-Laptops, die packen das ganz gut, aber zu Hause auf einem ganz normalen Office-Laptop zum Beispiel würde das nochmal deutlich länger dauern. Man kann zwar einstellen, dass die KI nicht so genau ist, dann dauert es weniger lang und braucht weniger Rechenleistung, dann werden aber auch die Bilder immer schlechter. Und wir lassen uns jetzt mal von unserem Brot überraschen. Ja, das ist, was eine KI unter Brot versteht. Ja, Fabio, kannst du mal weiter moderieren? Nein! Also, gleich sehen wir jetzt auch noch, wenn der. Ah, ja, ist jetzt geladen. Das ist nochmal unser Code. Wir haben Bibliotheken verwendet, die online zu finden waren. Also. Ja. Wir haben noch die. Wir wollen es zeigen. Ach so. Okay, also ja, also wir haben ja hier offensichtlich ganz fleißig gebastelt und ja, das funktioniert ein bisschen. Also ein paar Striche können gezeichnet werden. Also die Striche, die da bereits drauf sind, wurden auch schon damit gemacht. Ja, also ist gerade noch ein bisschen in Bearbeitung und der Strich ist irgendwie immer so quasi die gleiche Linie. Aber wir dachten uns, für die Zeit ist das wohl besser als nichts. Und es ist gerade tatsächlich auch der erste Versuch. Also wir haben das jetzt auf der Bühne zum ersten Mal alles zusammen verbunden. Es war so ein bisschen zufällig, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber wir sind sehr zufrieden, dass da ein paar Striche rauskommen und das Blatt auch gleich durchgedrückt ist, wenn es so weitergeht. Ja, also woran wir arbeiten würden, ist ja auch, was man hier ganz gut sieht. Wir haben hier unten eine Rolle dran gemacht, damit dieser Arm quasi unterstützt ist, dass der nicht irgendwann aufsetzt und dann so dann quasi weniger Kontrolle hätte. Sowas müsste man auch noch für den größeren Arm machen, da dieser vor allem hinten, wo beide zusammentreffen auf dem Servo, das ist einfach zu viel Gewicht und deswegen hängt es auch ein bisschen runter dort, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, es kann trotzdem malen. Genau. Und ja, man müsste eben noch gucken, wie man das verbindet mit zum Beispiel Brot, dass dann da auch ein Brot gezeichnet wird tatsächlich, genauso wie man es sich wünscht und eben nicht diese zufälligen Striche. Aktuell ist, wie schon gesagt wurde, aktuell ist halt, alles ist noch auf dem PC. Das ist sehr leistungsaufwendig, das sind jetzt sehr leistungsstarke PCs. Deshalb könnte zum Beispiel der durchschnittliche Haus-Laptop könnte es wahrscheinlich schlecht packen. Deshalb denken wir darüber nach, es auf einen Server zu hosten, damit es für jeden frei und zugänglich ist. Danke fürs Zuschauen und nochmal ganz großen Danke an meine Kameraden und, und unser Menti-Team dafür, dass sie uns unterstützt haben. Danke auch ans Orga-Team sowie dem Jugendzentrum Digital dafür, dass wir es einfach hier machen dürfen. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ihr dürft schon mal auf die Bühne kommen und ich würde alle, die hier im Raum anwesend sind, die nicht gerade lebensnotwendig darauf angewiesen sind, darum bitten, einmal das WLAN zu verlassen, weil unser Livestream wohl ein bisschen ruckelt. Genau, die Gruppe baut hier schon mal auf und ich kann in der Zeit noch mal was dazu erzählen, was wir hier eigentlich inhaltlich so ein bisschen gemacht haben. Jugendtag gibt es jetzt seit 10 Jahren und es ist ein bisschen Tradition geworden, dass wir jedes Jahr ein Jahresmotto haben. Wir hatten unter anderem schon das Motto Umwelt, wir haben uns auch schon mal mit dem Thema Macht beschäftigt und dieses Jahr ist das Thema Identität das Motto gewesen. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen mit der Frage beschäftigt,
Was ist eigentlich eine Identität? Was macht es aus? Oder was macht uns eigentlich aus als Individuen? Genau, und haben festgestellt, dass da ganz viel dazugehört und für jeden auch unterschiedlich ist. Für manche ist es so die Herkunft, die da ganz stark drin ist. Für andere ist es der Freundeskreis. Für viele sind es auch die Interessen. Und um Interessen geht es auch bei der nächsten Gruppe. Ich begrüße auf der Bühne Ben, Nick, Samuel, Simon und Toni und übergebe das Wort an euch. Herzlich willkommen zu unserer Vorstellung von Tinder. Tinder nur für Kinder. Aber was ist eigentlich das Problem, was wir mit unserer Lösung Tinder beheben wollen? Wie kann man heutzutage noch neue Gamer-Freunde kennenlernen? Und das Ganze auch noch kostenlos und werbefrei. Unsere ursprüngliche Idee war eigentlich, dass man Freunde mit gleichen Interessen finden kann. Aber unsere Zielgruppe sind Jugendliche von 12 bis 18. Warum haben wir uns umentschieden? Wir haben uns umentschieden wegen dem Daten- und Jugendschutz. Zum Beispiel müssten wir früher sensible Daten wie das Alter, den Namen und den Wohnort benutzen. In der neuen Version brauchen wir die Daten nicht mehr. Wir suchen nur nach Gamer-Freunden. Was ist unser Endprodukt? Wir haben eine Rap-App entwickelt, wo Jugendliche ihre Multiplayer-Spiele teilen können und Gamer kennenlernen können, die die gleichen Interessen haben wie sie. Welche Daten und Technologien haben wir verwendet? Unsere Programmiersprache, die wir benutzt haben, war JavaScript und um die Website an sich zu erstellen, brauchten wir auch HTML und CSS. Als Datenbank haben wir dann SQLite benutzt und Jason war dann unser kleiner Postbote, der von der Datenbank alles zum Projekt an sich getragen hat. Tinder ist ja aufgebaut wie Tinder und da muss auch irgendwas passieren, wenn man ein Match hat und wie man jetzt im Hintergrund gesehen hat, haben wir da etwas animiert und das passiert, wenn man ein Match kriegt. Und dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Hier zum Beispiel sehen wir Behujan, Lieblingsgame Minecraft, das finde ich nicht so cool, mach das mal weg lieber. Isabel doch mal, spielt gerne Gartic Phone, spiele ich auch nicht so gerne, mach das lieber weg. Fortnite, das ist mein Lieblingsspiel. Das macht das lieber grün. Ach, der hat mich ja auch geliked. Das passiert dann bei einem Match. Dann taucht das auf der Seite auf und wir können das Profil sehen und die Daten und können eine Unterhaltung mit dem starten. Jetzt, nächste Folie. Mockups. Ein Mockup ist der erste Entwurf der Seiten. Er ist eine Form von einer Dokumentation und hilft und ist wichtig für das gemeinsame Verständnis. Ganz links ist die Skizze der Seite. In der Mitte ist der Pfad, um auf die Seite zu kommen. Rechts die Daten, die die Seite benötigt. Ja, damit unsere Website, also Tinder, gut funktioniert, braucht es auch eine Datenbank. Und zwar Datenbanken sind sowas, die die Informationen der Website strukturieren, damit die Website damit klarkommt. Tinder benutzt jetzt zwei Tabellen, einmal eine User-Tabelle und einmal eine Match-Tabelle. In der User-Tabelle werden ID, Gamertag, Pronomen und so weiter beschrieben, damit also generell Informationen über alle User, damit die Website weiß, wer ist auf Tinder. Die zweite Tabelle ist Match. Diese Tabelle bezieht sich als auf wenn ein Match kommt, also damit Tinder weiß, okay, die haben ein Match und das muss ja auch die Website dann wissen. Ja. Um die Daten in der Datenbank zu speichern, haben wir diese Abfragen entwickelt. Als erstes haben wir neue User, das ist damit, dass sich Leute einloggen können, also damit die Website, also damit Tinder weiß, okay, der ist eingeloggt, den muss ich denn direkt, also die kommt direkt in der Datenbank und dann weiß die Website das. Dann kommt Lies neuer Profil. Das heißt,
Das heißt, dass man nur Leute bekommt, die man noch nicht gesehen hat, weil es wäre ja ziemlich blöd, wenn man die ganze Zeit nur Leute bekommt, die man schon vorher gesehen hat. Und das dritte ist halt Update gesehen, damit die Website weiß, okay, die haben sich gesehen, die muss ich nicht mehr denen vorschlagen. Und auch gewowt, also sag ich mal geliked, damit man weiß, oh, die haben ein Match, okay, das muss auch die Website wissen. Was ist unser Ausblick und offene Punkte? Wir müssen doch das Frontend fertigstellen. Und die Update-Query ist noch nicht fertig programmiert und wir hoffen, dass wir das für das nächste Jugendhack mitnehmen können und an diesem Projekt weiterarbeiten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und auch noch danke an unsere Mentoren. Vielen Dank, ein sehr, sehr cooles Projekt. Genau, die nächste Gruppe kann sehr gerne schon mal sich hier oben aufbauen. Achtung, Handy nicht vergessen. Und in der Zeit erzähle ich ein bisschen etwas über Nachhaltigkeit bei JugendHackt. Denn wir hatten im Jahr 2019 das Jahresthema Umwelt als Kernthema. Und das hat auch bei uns in der Orga zum einigen Nachdenken über ein paar organisatorische Sachen geführt. Und zwar möchten natürlich auch wir mit Orga die Welt verbessern. Und das bedeutet, dass es seit 2019 auf unseren Veranstaltungen nur noch vegetarisches und veganes Essen gibt. Wir unter anderem auch wiederverwendbare Deko verwenden. Also jeder, der jetzt hier einmal im Raum war, hat gesehen, es hängen hier unheimlich viele Alpaka-Köpfe. Die sind schon was älter, deswegen manchen fehlt auch schon mal ein Öhrchen. Das ist ja trotzdem verwenden wir sie gerne wieder. Genau, wir versuchen bei der Orga auch natürlich auf Drucke zu sparen und drucken nur das Nötigste. Und was auch ein bisschen auch nachhaltig ist, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ist mir aber gestern erst klar geworden, wir haben unheimlich viele Mentorinnen, die vorher Teilnehmer waren. Das heißt, unsere Teilnehmer werden zu Mentorinnen und das finde ich auch sehr nachhaltig. Ihr seid ready? Sehr cool. Dann begrüße ich jetzt auf der Bühne die Gruppe Plant Saver, die sich auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Und zwar sind das Laurin, Brian, Nils und Ingra Bahn. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation zu Plant Saver, das Spiel. Wir hatten was war allgemein unsere Motivation? Wir haben uns überlegt, wie kann man das Klima verbessern und dabei Spaß haben. Ganz einfach, mit einem Spiel. Ja, unser Endprodukt sollte erstmal eine App oder ein Spiel sein, wo es halt ein Spiel drin gibt. Das Spiel sollte halt eine gewandelte Version von einem 3D Third-Person Twin-Stick-Shooter sein, wo man Pflanzensamen verschießt, die dann zu Bäumen wachsen und die Gegner von diesem Pflanzenschießer sind halt Leute mit Kettensägen und Autos, die die Bäume dann wieder umfahren und absägen. Unsere Technologien, die wir benutzt haben, sind HTML, CSS, Pixel Art, die Godot Engine und ein bisschen Mathematik. Ja, die Ausblick und offenen Punkte, es gibt vor allen Dingen noch keine Autos, das ist ein großer, und noch kein Pausenmenü, das darf ja nicht sein. Okay, Brian wird jetzt einmal das Spiel vorspielen, damit ihr seht, wie das so aussieht. Und die Seite von dem Spiel wird er auch zeigen. Auf die könnt ihr dann auch gehen und das Spiel selber testen. Ganz kurz noch zur Seite. Die Seite hat hier ein schönes Home-Menü, ein About-Section, ein sehr schönes Wiki für die JugendHackt-Community. Hier der Spieler,
Autos. Hier unten stehen noch Informationen zu den Sachen. Ja. 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 Ja, das ist jetzt das Spiel. Und hier sehen wir erstmal den Spieler. Und willst du vielleicht das Spiel nochmal neu starten? Ja. Also oben links werden wir, ja, oben links sehen wir jetzt die Munition, dass also man benutzt die Samen der Pflanzen, um zu schießen. Und das Ziel ist einfach, so lang wie möglich zu überleben. Und jetzt sehen wir, die Pflanzen sind gewachsen und gleich wird dann auch der erste Gegner kommen. Hier. Hier haben wir gerade gesehen, wie die Pflanzen neue Samen bekommen haben, mit denen wir dann auch die Gegner abschießen können. Ja, und mit der Zeit werden das immer mehr Gegner. Und man hat verloren, wenn entweder die Leben oben links komplett weg sind oder es keine Bäume mehr oder wenn es keine Bäume mehr auf dem Spielfeld mehr gibt und man keine Munition mehr hat. Die Gegner können natürlich auch die Pflanzen zerstören. Das sehen wir gleich. Es dauert immer ein bisschen, bis ein neuer Gegner kommt. Also je mehr Pflanzen man hat und je länger man schon spielt, desto mehr Gegner kommen auch. Ja. Gerade hat man es gesehen, der hat die Pflanzen einfach ausradiert. Wir sehen auch oben links, wie die Leben weniger werden. Und jetzt sind alle Pflanzen Ja, und Brian begeht jetzt Selbstmord. Nicht zu Hause nachmachen. Genau, jetzt haben wir gesehen, dass keine Pflanzen und Bäume mehr gab, wurde das Spiel resettet. Normalerweise sollte dann noch so ein Bildschirm hinkommen, wo man dann so auf nochmal spielen klicken kann und wo dann der Highscore und der Score steht, aber so weit kamen wir noch nicht. Ja, ich glaube, das reicht, oder? So, das war's mit der Live-Demo. Danke fürs Zusehen. Und auch danke an alle Mentees, die uns geholfen haben, die Seite zu erstellen. Geht gerne auf plantsaver.netlify.app oder ihr benutzt den QR-Code, der hier angezeigt wird. Aber das Spiel ist nur für den PC aktuell noch geeignet. Okay, während die nächste Gruppe langsam aufbaut, kann ich schon mal sagen, alle, die hier entweder hier im Raum nicht genug gekriegt haben von Jugendhackt oder alle, die jetzt zu Hause sitzen und denken, hätte ich eigentlich auch mal Lust drauf, keine Sorge, es gibt noch
ganz viele Jugendhack-Events in diesem Jahr. Das nächste ist unser Girls' Day, der ist direkt nächstes Wochenende in Dresden. Wir haben aber dann auch noch Events in Linz, in Hamburg, in Zürich, in Rhein-Neckar, in Weinheim und in Halle. Das heißt, da ist wahrscheinlich für fast alle Regionen was dabei, sogar für Österreich und die Schweiz. Genau, künftige Events ist auch ein gutes Stichwort, denn damit hat sich auch die Gruppe, die hier neben mir steht, beschäftigt. Und ich begrüße auf der Bühne Emre, Dorothea, Luis, Konrad, Benedikt, Leonie und Jona. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über unser Projekt My Event World, ein Eventkatalog. Jetzt kommen wir zu unserer Fragestellung und zwar das Problem, es gehört natürlich auch zur Fragestellung und zwar, wie komme ich an für mich relevanten Veranstaltungen? Das bedeutet, vielleicht möchte ich irgendwie ein neues Hobby kennenlernen, neue Freunde, vielleicht möchte ich mich auch einfach nur weiterbilden. Und dafür haben wir eine Website entwickelt, die da Abhilfe schafft. Genau, unsere Idee, um das eben umzusetzen, war, dass wir alle Bildungsveranstaltungen an einem Ort sichtbar machen, das heißt in diesem Fall unsere Website, dass wir auf dieser Website Filter zur Personalisierung haben, damit man auch wirklich nur die Veranstaltungen sieht, auf die man auch wirklich Bock hat und dass dann dort auch direkt der Veranstaltungsort, Zeit und Thema angezeigt wird. Unsere Probleme waren, dass Open Data in Deutschland ziemlich schwierig sind, die Netzwerkprobleme und Probleme mit unserem Server. Genau, um das Ganze umzusetzen, haben wir im Frontend, also das, was man am Ende sieht, SvelteKit, Node.js, TypeScript, JavaScript, HTML und CSS verwendet und im Backend, also die Technik hinten, Python und SQLite und Docker. Und für die Kategorisierung der Einträge haben wir eine KI verwendet und unsere Daten haben wir erstmal aus einem Open Data API von Köln und Bonn. Dann haben wir noch ein Bild und zwar die ganzen Sprachen, die wir genutzt haben, nochmal mit einem Prozentwert, wie viel wir von dieser Sprache genutzt haben. Da haben wir einmal Python auf dem ersten Platz mit über 50%. Dann haben wir Svelte mit 36,0%, dann JavaScript mit 6,4%, HTML mit 2,5% und TypeScript mit 1,6%. Ja, dann natürlich, am Anfang eines Projektes muss man immer eine Art Konzept entwerfen. Wir haben erstmal ganz unten mit unserem Projekt angefangen. Dann haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal Frontend und Backend. Während das Frontend so das Design der Seite entworfen hat und auch ein bisschen aufgezeichnet hat, hat so das Backend sich darum gekümmert, die Daten zu besorgen und auch einen Webserver aufzubauen. Und schlussendlich sind die alle dazu gekommen, auch eine Datenbank aufzubauen, was eigentlich der Kernstück unseres ganzen Projektes ist, wo alle unsere Daten eben liegen. Und um diese Datenbank mit Daten zu füttern, brauchten wir einfach Web-Scraping, was jetzt weitergeht mit Emil. Ja, Web-Scraping und Data-Scraping. In diesem Projekt haben wir Data-Scraping verwendet, um die Daten aus der Köln Open Data API zu holen. Als erstes haben wir die Seite analysiert, um die Struktur der Data besser zu verstehen. Dadurch waren wir in der Lage, die Informationen zu extrahieren und im richtigen Format zum Backend rüberzuleiten. Die Ergebnisse unserer Arbeit seht ihr jetzt. Ja, jetzt kommen wir zur Live-Demo. Bauen wir kurz auf. Das ist eine Webseite. Hier in schöner Desktop-Ansicht. Da sieht man natürlich erstmal verschiedene Suchoptionen. Standardmäßig am Anfang werden einfach alle Events angezeigt, aber wir wollen ja ein bestimmtes Event haben, was zu unseren Interessen passt. Deswegen können wir jetzt hier etwas suchen nach Stichwörtern, zum Beispiel lesen und auch dann sehen wir zum Beispiel Lesewelten, ein Event. Da sieht man auch gleich schon, da gibt es so ein Tag-Symbol, nämlich, wie schon gesagt, die KI gibt jedem Event ein paar Tags und nach denen kann man auch sortieren. Da gibt es oben eine Einstellung zu Kategorien. Da können wir zum Beispiel Kunst und Kultur als Kategorie verwenden. Durch ein weiteres Drücken auf Suchen wird dann nur noch Kunst und Kultur
gefiltert und zum Beispiel hier Zauberwürfel lösen und auch Lesewelten. Weil man natürlich aber auch nicht zu Events gehen möchte, die irgendwie an der anderen Seite Deutschlands sind, kann man noch nach Orten suchen, und die halt oder in der Nähe von einem sind. So, jetzt hier sind das natürlich nur Daten bisher aus Köln, deswegen funktionieren eigentlich alle Standpunkte. Ein nettes Feature ist auch noch, dass die Webseite sehr responsiv ist. Das heißt, sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktop-Geräten sieht sie einigermaßen gut aus und sie passt sich auch automatisch dem Hell- und Dunkel-Theme des Betriebssystems an. Hier ist es jetzt zum Beispiel dunkel. Ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Problemen, die uns bei der Entwicklung erwartet haben. Es gibt noch was, ja. Wir haben noch einen sehr schönen Kalender, nämlich wenn man ein schönes Event gefunden hat, wo man teilnehmen möchte und das nicht vergessen will, kann man das zu seinem eigenen Kalender hinzufügen. Da geht für alle großen Kalenderanbieter, gibt es da was, und einfach draufklicken und dann sieht man hier schon gleich Standort, Titel und Datum werden gleich eingetragen und gespeichert im Kalender. Das war es jetzt wirklich. Warte. Also wir haben noch ein bisschen. Das sind noch ein paar Screenshots. Und jetzt für die Zukunft wollten wir noch vielleicht so weiterarbeiten. Wir wollten noch Newsletter reinbringen. Und außerdem das Sortieren nach Altersklassen und Veranstaltungsformaten. So, jetzt kommt unser Online-Teilnehmer Anastasios dazu. Mal sehen, ob es hinhaut. Ich glaube, ich hoffe, man hört mich. Also wir hören etwas, okay. Das ist ganz von irgendwo. Jetzt haben wir ein Projekt mit vielen Umgesetzten, aber auch vielen Dingen, die Mensch verbessern kann. Und Stylestyle wollen wir uns noch also bei wie ihr es vielleicht auch also kennt, Yoshi, immer spinnt halt die Technik, und das Pascal, passiert hier als auch manchmal. Gesamten es gab ein paar Hindernisse, einen Online-Teilnehmer dabei zu haben, aber ich denke, wir haben es gut hinbekommen, da wir ja hier Anastasia auf dem Tablet immer überall hin mitgenommen haben. Wir haben ihn auch mit auf den Spaziergang genommen, mit an den Fluss und so weiter. Es gab zwar manchmal so ein paar Internetprobleme, aber die hatten wir ja auch schon bekannt gegeben, zum Beispiel das WLAN hier ist ein bisschen instabil gewesen, aber das hat uns nicht davon abgehalten, den Online-Teilnehmer überall hin mitzunehmen. Ja, wenn jetzt das noch technisch klappt, ansonsten müssten wir das überspringen. Okay, also es wird noch dran gearbeitet. Sonst... Okay, also im Stream wird Anastasio gehört. Okay, dann Emre, wird sie vorlesen. Wenn Anastasia sich im Stream bedankt hat, bedanke ich mich nochmal hier. Danke an Yoshi, Wolfgang und Pascal und das gesamte Jugendtech-Team. Vielen Dank. Okay, dann kann die nächste Gruppe schon mal nach vorne kommen. Ja, schade, dass es mit Anastasio nicht geklappt hat, aber es stimmt, die Gruppe hat Anastasio hier immer fleißig rumgezeigt und rumgeführt. Es war ein bisschen so, als wäre er live dabei gewesen, aber trotzdem cool, Anastasio, nochmal, dass du das so hybrid mitgemacht hast, auch als eigentlich ja quasi einziger Teilnehmer von zu Hause dabei. Sehr cool auf jeden Fall. Genau, während ihr hier aufbaut, Jugendhakt hat ja als Motto mit Code die Welt verbessern, hat Caro vorhin schon mal kurz gesagt. Wer die Welt verbessern will, muss sich manchmal mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Bei Jugendhakt heißt es, dass wir in allererster Linie auf Open Data und Open Source Sachen setzen, also auf offenen Source Code, offene Daten, die genutzt werden können in Projekten, wie gerade ja auch schon gesehen wurde. Und wir diskutieren relativ viel am Anfang unserer Events mit den TeilnehmerInnen und auch während der Projekte über die HackerInnen-Ethik, die unter anderem vom CCC mitgeschrieben wurde und wo es darum geht,
unter anderem, dass Informationen frei sein sollten, dass offene Daten genutzt werden sollen, aber private Daten geschützt werden. Und ein wichtiger Grundsatz der HackerInnenethik ist auch, dass man mit Computern Schönes erschaffen kann. Und das ist auch das, was die Gruppe, die hier quasi fertig ist, glaube ich, genau, am Wochenende gemacht hat. Die haben nämlich an einem Spiel gearbeitet. Ich begrüße daher schon mal ganz langsam Sophia, Almu und Zoe. Hallo, wir sind Almu, Sophia und Zoe. Und wir haben ein interaktives Spiel entwickelt, in dem es drei verschiedene Welten gibt. Eine Marswelt, eine Sumpfwelt und eine Unterwasserwelt. Und der Spieler kann in jeder Welt selber entscheiden, wie er handelt. Wir gehen davon aus, dass das Spiel alle jungen Menschen aus spielerischer Weise Verantwortung für ihre Handel vermitteln kann, insbesondere im Naturschutz und Umweltthemen. Die Tools, die wir benutzt haben, sind einmal Figma, eine Website, über die du mit anderen kollaborieren kannst, Twine, eine Website, wo du Geschichten verknüpfen kannst, Night Café, eine Webpage, wo man Bilder durch KI generieren lassen kann, und ChatGPT, eine KI-Website, die man fast alles fragen kann. Hier sehen wir einmal Figma, dann ChatGPT und das Logo von Night Café. Das ist Twine und da sieht man, wie wir die Geschichten und so zusammengefasst haben und wie das dann alles zu einem wurde. Und jetzt können wir versuchen, ein bisschen zu spielen. Und die erste Spiele, wir können einen Maßstab versuchen. Und dann, wir haben eine Geschichte. Sie beginnen das Spiel als Mitglied einer Mission zum Mars. Und ihre Aufgabe besteht darin, den Planeten zu erkunden und seine ökologische Einung für zukünftige menschliche Besiedlung zu bewerten. Und dann, wir klicken einfach zu Szenario. Es gibt noch weiter eine Geschichte. Und hier kann man wählen für zwei, also Wahl, während ihrer Erkundungen entdecken sie Mikroorganismen, die auf die Möglichkeit von Leben auf dem Mars hinweisen. Und die Frage besteht, also sie haben diese seltsamen Mikroorganismen auf dem Mars entdeckt und was werden sie als erstes machen? Sie können deinem Team mitteilen oder selber wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Vielleicht können wir mit Team machen. Dann, nachdem Sie Ihr Entdeckung dem Team mitgeteilt haben, müssen Sie noch eine Entscheidung treffen und möchten Sie diese Organismen ignorieren oder eine Beschränkung machen und vielleicht also ohne Einschränkungen. Dann, Mikroorganismen beginnen schnell und kontinuierlich zu wachsen. Was können Sie tun? Es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten und vielleicht Menschen möchten also Methoden anwenden, um Organismen zu zerstören. Und dann es gibt eine Ente, dass ohne diese Organismen ist das Leben auf dem Mars leider unmöglich, da sie einen wichtigen Teil des Ökosystems einnehmen. Und genau mit diesem Welt möchte ich also sagen, dass für jede Entscheidung es muss eine Konsequenz haben und das ist sehr wichtig, wenn man etwas zerstört und so die Zerstörung kann eine große Folge haben. Genau, die nächste Welt ist dann die Sumpfwelt und dann war die erste Frage, wie man sich aus Treibsand befreit und dann befreit man sich draus, indem man langsam hochrobbt und sein Gewicht verteilt, weil wenn man sich schnell bewegt, dann verschlechtert sich die Situation und es ist halt eben schon spät, aber wir erkundigen uns trotzdem nach Essen und dann sind da Käfer, aber die beschließen wir nicht zu essen. Und dann können wir entscheiden zwischen, man verhungert lieber oder man isst Pilze. Und wir entscheiden uns dann für die Pilze. Und dann sieht man da einen rot-weißen Pilz. Der sieht aber aus wie ein Fliegenpilz und deshalb essen wir den halt eben nicht. Und dann steht halt eben, was Fliegenpilze verursachen können. Und dann erkundigt man sich da, wo man schlafen möchte.
und dann ist da ein Baum. Und da steht halt eben, es hat eben die Option, ob man sich hineinlegen möchte oder man sucht nach etwas anderem. Und wir beschließen, uns nicht in den Baum zu legen. Und nach einer Zeit finden wir dann eine verlassene Hütte. Und dann ist die Frage, ob man hineingeht oder nicht. Und das Bild wurde auch von der KI generiert. Und genauso wie das Bild davor ist auch das Bild von der KI generiert. Und drinnen finden wir einige kaputte Möbel und ein einziges gefülltes Glas Wasser. Und hier ist halt eben die Frage, ob wir es austrinken oder warten. Und wir beschließen zu warten. Und obwohl wir Durst haben, beschließen wir trotzdem zu warten. Und dann steht da, dass es eine gute Wahl war. Und nach einer Weile hat man wieder Durst und wir suchen nach einem Teich. Du findest ihn und so lustig wie du bist, tunkst du deinen Kopf hinein und fängst an zu trinken. Du bemerkst nicht, wie sich dein Krokodil nährt und dich frisst und dann bist du tot. Als nächstes kommt die Unterwasserwelt. Und als erstes verfolgt uns ein Hai und weil wir wahrscheinlich sehr unterlegen sind, schwimmen wir mal weg und versuchen nicht, ihn zu töten. Dann haben wir den Hai langsam abgehängt und haben eine Insel gefunden. Also wir können entweder zur Insel oder im Wasser und wir beschließen, zur Insel zu gehen, weil wir können ja nicht die ganze Zeit im Wasser bleiben. Dann suchen wir auf der Insel nach etwas Essbarem und wir finden Kirschen, Mangos und Honig. Und weil Mangos sehr lecker sind, nehmen wir jetzt Mango. Hier ist ein Bild auch von einer Mango. Und dann suchen wir langsam einen Unterschlupf, weil es langsam sehr spät wird und wir langsam sehr Angst bekommen. Und jetzt können wir entscheiden, ob wir einfach schlafen wollen dann oder nicht schlafen. Und weil wir die Insel nicht kennen und nicht wissen, was drauf ist, schlafen wir mal nicht. Wir bleiben also wach und am nächsten Tag kommt ein Boot. Wir können jetzt mitfahren oder wir steigen nicht ein. Und weil unsere Eltern uns allem beigebracht haben, nicht bei fremden Menschen einzusteigen, machen wir das auch nicht. Und wir steigen dann nicht ein und sehen uns ein bisschen um und merken dann erst, dass wir auf Hawaii sind. Ja, und die nächsten Schritte, die wir gemacht hätten, hätten wir mehr Zeit gehabt, wäre die Entwicklung und der Hauptfiguren und ihre Avatare. Da sieht man drei generierte Bilder, so eine Idee, die wir hatten. Dann wollten wir zusätzliche Entwicklung von Welten machen, also die Welten weiterentwickeln oder neue Welten erschaffen. Und hätten wir mehr Entwickler im Team und mehr Zeit, hätten wir Möglichkeit zum Herunterladen und Spielen auf verschiedenen Geräten versucht gemacht. Und dann danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für euch, für dieses coole Projekt. Nina, kannst du das? Ich habe nur zwei Hände. Genau, die nächste Gruppe kann schon mal langsam aufbauen und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein bisschen was über den wundervollen Ort, wo wir hier gerade sind. Ich meine nicht Köln, das ist auch ein wundervoller Ort, aber ich meine das Jugendzentrum Digital. Und zwar hat das eine Geschichte, die mit Corona verbunden ist. Und zwar wurde während Corona, mussten ja alle Jugendzentren auch in Köln schließen. Und deswegen gab es die Idee, dass die Jugendzentrumsmitarbeiter trotzdem Angebote für ihre Jugendlichen machen in einem reinen Online-Jugendzentrum. Das war ein großer Erfolg und eine große Hilfe, weil wir ja auch nicht so richtig wussten, was wir alle zu tun haben. Nicht nur wir MitarbeiterInnen, sondern auch die Jugendlichen zu Hause. Und so konnten wir die ein wenig bespaßen. Und nachdem dann die Jugendzentren wieder aufgemacht haben, wurde festgestellt, dass es total wichtig ist, sich mehr mit Medien zu beschäftigen, weshalb dieses Jugendzentrum einen neuen Schwerpunkt bekommen hat. Und zwar ist das jetzt ein Jugendzentrum, was sich mit Medien beschäftigt.
Hier gibt es also ganz viele verschiedene Workshops, deswegen, wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt, dann schaut doch mal vorbei, was es hier für coole Sachen gibt. Es gibt auch einen Makerspace, hier kann man sehr, sehr viel, was irgendwie Jugend-Hack-related ist, auch so im Regelbetrieb tun. Und ein paar von den Jugendlichen, die so öfters ins Jugendzentrum digital gehen, die sind jetzt auch hier bei mir auf der Bühne. Und zwar das Projekt, was jetzt kommt, ist die Gruppe ID-Stack. Und das sind Fuchs, Morgen, Jaro, Sammy, Alexi, Beppo und Leonard. Ja, wie schon gesagt, wir sind die Gruppe ID-Stack. Und wir hatten uns damit beschäftigt, dass es heutzutage super viele Seiten gibt, über die wir vernetzt sein. Ganz viele verschiedene Sachen, wo wir sehen können, spielt da gerade jemand, was macht die Person. Allerdings ist es sehr aufwendig, jedes Mal, wenn man so Zeit hat und vielleicht mit Freunden sehen will, was die machen, durch die ganzen Seiten durchzugehen und zu schauen, ist da jemand online oder was spielt die Person. Und deswegen hatten wir uns damit beschäftigt, eine Seite zu machen, die das löst. Genau, unser Ziel war es also, einen zentralen Punkt zu bilden, also eine Website, auf der man sich ein Konto erstellt und dann seine Freunde hinzufügen kann, damit man auf dieser zentralen Website dann sehen kann, wer gerade wo online ist und vielleicht welche Musik gerade gehört wird und welches Spiel gespielt wird. Und der Witz dahinter war halt, dass man Freundesgruppen gibt, also es gibt Gruppen von engen Freunden und normalen Freunden und man kann halt Benutzer diesen Gruppen zuordnen und einstellen, welche Gruppe jetzt was sehen kann. Also man kann sagen, meine engen Freunde sehen, welches Spiel ich gerade spiele und welche Musik ich höre, aber meine normalen Freunde, die sehen nur, welches Spiel ich gerade spiele und nicht, was für Musik ich so höre. Genau, wir haben verschiedene Technologien benutzt, einmal Figma fürs Design, genau, um das Konzept quasi vorher einmal fertig zu machen und wir haben das dann umgesetzt ins Svelte-Kit, das ist ein JavaScript-Framework, damit haben wir quasi dann das Backend und das Frontend umgesetzt. Um die ganzen Daten zu speichern, haben wir Datenbanken genutzt und diese mit Prisma aufgestellt und ja, benutzt. Und da wir ja wissen mussten, wer gerade was macht, haben wir APIs benutzt und wir hatten jetzt testweise einmal die Spotify API, Discord API und Steam API implementiert. APIs sind Schnittstellen, die Dienste bereitstellen können wie Steam oder YouTube oder Spotify und mit denen kann man dann Daten abrufen von zum Beispiel einem Nutzer. Und bei Spotify kann man dann zum Beispiel sehen, welche Musik ein Nutzer gerade hört oder welche Top 10 Künstler ein Nutzer gerade hat. Datenschutz ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Zum einen speichern wir nicht einfach komplett euer Passwort ab, sondern es wird einmal verschlüsselt, dass wir damit auch dann nichts mehr anfangen können, sondern nur noch zum Vergleichen, ob ihr das Passwort richtig eingegeben habt. Wenn ihr angemeldet seid, braucht ihr auch nicht tausendmal eure Daten wieder an uns senden, sondern ihr bekommt einen schönen JSON-Web-Token, wodurch ich euch dann einfach nur für die kürzeste Zeit einfach nur einmal anmelden müsst und dann werden auch eure Daten nicht die ganze Zeit wieder zu uns gesendet. Die Daten, die wir bekommen, wie zum Beispiel, was ihr gerade hört, werden wir nicht verwenden zum Tracking. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht verwenden. Und auch eure Freunde können nicht einfach alles sehen, sondern mit unserer Datensichtbarkeit, die einstellbar ist, könnt ihr ganz genau sagen, wer was wie sehen soll. Designtechnisch haben wir uns recht simpel und modern gehalten, mit einem, auf jeden Fall, wir probiert ein sehr intuitives User-Interface zu bauen, was einfach zu verstehen ist und ohne viel Schnickschnack. So, beginnen wir jetzt mit einer Live-Demo. Da wird euch Jaro einmal durchleiten. So, müssen wir ganz kurz hier aufwärts warten. Wir sehen hier einmal unsere wunderschöne Homepage direkt. Haben wir, wie gesagt, simpel gehalten, ein Knopf, alles, was man braucht. Fangen wir an mit... Mit unserer Login und mit unserem Login- und Registrierprozess. Wir haben jetzt hier gerade noch keinen, auf dem Rechner jetzt noch keinen Account, bedeutet, wir erstellen mal ganz kurz einen. Das ist unser Dashboard. Alles noch in Arbeit. Unten sehen wir jetzt erstmal unsere Connections, welche Accounts verbunden sind mit im Endeffekt diesem Profil hier. Darunter ein kleines About Me, das ist jetzt natürlich, weil der Account ganz neu ist, noch nicht existent, noch keine Pronomen festgesetzt, kein gar nichts. Was wir aber haben, ist ein wunderschönes Freundesystem,
Bedeutet, wenn wir mal ganz kurz diesen kleinen Freunde-Einladen-Knopf da benutzen, können wir einen Freundeslink an unsere Freunde schicken, whatever, und die können uns darüber dann als Freund hinzufügen in dem Ganzen. Wir schicken jetzt ganz kurz einen Link hier an Sammy, der klickt den an, kannst du auch mal einen Link zurückschicken noch, bekommen wir auch noch einen von Sammy. Und sehen dann, der Text ist veraltet, aber sehen, dass wir jetzt Sammy als Freund hinzugefügt haben. Wenn wir jetzt mal auf unser Dashboard gehen, da haben wir oben rechts das Menü. Unser Dashboard sehen wir da jetzt auch schon Sammy drauf, auch noch kein Profilbild festgesetzt. Und unten schon ein paar Freunde, die über unsere externen Plattformen geholt wurden, wie zum Beispiel, mit wem wir auf Spotify folgen, mit wem wir auf Steam befreundet sind, sehen wir da, wer was hört, wer was spielt. So viel dann dazu. Das Ganze versendet auch schon wunderschöne E-Mails, falls du das immer sagen magst. Wir haben als wir Zeit hatten, ein E-Mail-System dahinter gebaut, dass man immer mitbekommt, wenn Freunde deinen Link anklicken. Was wir natürlich nicht wollen, ist, man teilt viel Informationen auf dieser Plattform. Wir wollen nicht, dass wenn du einen Link, so einen Freundeslink rausgibst, der nachher noch hinter deinem Rücken weitergeschickt wird und dann Leute alles Mögliche über dich sehen, von denen du gar nicht willst. Bedeutet, wir gucken ganz klar, dass du immer weißt, wer sieht, was du machst. Zur Zukunft des Projekts. Wir wollen das Projekt natürlich gerne fortführen. Wir sind leider noch nicht ganz fertig geworden, wie man natürlich gesehen hat. Verbessern und erweitern, ebenfalls mit einem Aktivitätsverlauf. Anstatt nur Live-Aktivität anzuzeigen, wollen wir auch die Möglichkeit anbieten, seinen Aktivitätsverlauf online zu stellen, dass Freunde sehen können, was habe ich in der letzten Zeit gemacht, wofür interessiere ich mich in der letzten Zeit, sowas. Deshalb haben wir auch spezifisch vorhin über das Tracking geredet, weil es ist natürlich eine Form des Trackings, allerdings werden die Daten nicht weiter verarbeitet als für die Anzeige. Wir haben uns eigentlich auch schon auf eine Domain schön gesetzt. Falls wir das Ganze in den nächsten Tagen online stellen werden, findet ihr uns unter ID-Stack. Domain da. Und zum Schluss wollten wir uns natürlich bedanken bei unseren Mentoren Hanno, Yuki und The One with the Braid. Und natürlich auch allen anderen von JugendHackt, die das Projekt unterstützt haben und uns das hier ermöglicht haben. Und ganz am Ende nochmal ein großes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch euch. Und wer richtig mitgezählt hat, das waren 6 Projekte an der Zahl. Und damit ist unsere Veranstaltung schon fast wieder zu Ende. Ich habe aber noch einen wichtigen Hinweis, und zwar habt ihr ja gehört, dass total viele Projekte sehr gerne weiterarbeiten würden, und dafür gibt es natürlich einen Ort, und zwar habe ich die eben vorgestellt, wären die Labs. Das heißt, wenn ihr euer Lab-Lead in der Nähe mal ansprecht, hey, wir würden eigentlich voll gerne an unserem JugendHackt-Projekt weiterarbeiten, dann freuen die sich bestimmt über eure Nachricht und dann könnt ihr das auch gerne dort tun. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet sehr viel Spaß bei der Veranstaltung und auch bei dem Streaming für die Leute, die zugeguckt haben. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Jahr.